allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf diesem Wege die besten Wünsche für einen inhaltsreichen und würdigen Verlauf der Veranstaltung. Meine Damen und Herren, Sie haben in diesem Jahr das Thema gewählt: Eine Welt bricht zusammen, der Erste Weltkrieg. Damit berühren Sie auch Erinnerungen an tragische Ereignisse nach dem Ersten Weltkrieg. Im konkreten Fall die Erinnerung an den 4. März 1919 in der damaligen Tschechoslowakei, als 54 sudetendeutsche Landsleute erschossen und hunderte Menschen verwundet wurden. Sie hatten auf friedliche Weise für den Verbleib ihrer Heimat bei Österreich demonstriert. Es war eine äußerst schwierige Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Zusammenbruch der alten politischen Ordnung. Ihre Vorfahren haben nicht nur die Schrecken eines Weltkrieges zwischen 1914 und 1918 miterlebt, sie wurden auch in die schmerzhaften Nachwehen dieser Zeit hineingezogen, die bis heute nachwirken. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich im Rahmen Ihres Gedenkens noch einen Blick zurück auf den Ersten Weltkrieg werfen, der dieses Jahr im Zentrum zahlreicher Gedenkveranstaltungen innerhalb und außerhalb Österreichs steht. Es löst immer noch Erschütterung aus, wenn wir an die Ereignisse vor 100 Jahren denken. Die Erinnerung daran finde ich wichtig, nicht nur aus historischen Gründen. Das Gedenken schärft vor allem das Geschichtsbewusstsein der jungen Menschen. Es schärft aber auch unsere Einstellung zum heutigen friedlichen, zusammenwachsenden Europa. Der europäische Einigungsprozess ist ein Friedensprozess. Er muss auch aus der schmerzvollen Erfahrung zweier verheerender Weltkriege heraus verstanden werden. Verhöhnung und Neubeginn, Frieden und Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind heute nationenübergreifende Errungenschaften und Verpflichtungen. Das bedeutet zugleich einen Auftrag an uns alle, an jeden einzelnen Bürger, jede Bürgerin. Der Integrationsprozess in Europa ist noch nicht abgeschlossen. Es gilt, ihn fortzusetzen und dabei auf die Qualität des gegenseitigen Verstehens, der Solidarität und der friedlichen Lösung von Konflikten zu vertrauen. Eines möchte ich in diesem Zusammenhang besonders betonen. Was uns heute in Europa im Geist von Frieden und Versöhnung, Gemeinsamkeit und Zukunftsorientierung gelingt, wird für die kommenden Generationen Vorbildwirkung und positive Auswirkungen haben. In diesem Sinne wünsche ich der sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich alles Gute für die Zukunft und grüße Sie sehr herzlich, Heinz Fischer.